Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Doki Doki Literal Club Plus für den Nintendo Switch. In der letzten Folge haben wir wohl oder übel unfreiwillig dem Literaturclub beigetreten und sind gerade dabei, uns der guten Yuri zu erklären, was wir denn so in unserer Freizeit denn so lesen. Ich könnte es mir schon denken, aber wir werden da gleich reinspringen. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal den Desktop zeigen, den es in den Konsolenversionen gibt. Ich weiß nicht, ob der in der Plus-Version der PC-Variante ähnlich aussieht oder ob es wie in dem Original ist, dass man einfach in den Dateidaten des Spiels rumhantieren kann und den Quatsch machen kann. Hier muss man es natürlich auf einen spezifizierten Desktop für die Konsolenvarianten zugreifen, der allerdings erstmal laden muss und verbunden werden muss. Ja, und ich mich erstmal anmelden muss mit einem einfachen A-Knopf. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in dem Desktop und das Einzige, was wir haben, ist, dass wir Doki Doki Literal Club starten können, uns die Nebengeschichten reinziehen können, die ich eventuell auch am Ende der Story spielen werde, angesprochenen Dateien, die man auf dem PC zugreifen kann. Ja, ist halt ein normaler Dateibrowser. Mails, was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Bilder, man hat eine freischaltbare Bildergalerie, wo man die ganzen Screenshots und sowas alles halt aus dem Spiel freischalten kann, wie zum Beispiel die Orte, die man alle erkundet. Wenn man so sagen will, das Klassenzimmer, ein normales Klassenzimmer. Das, wo der Literaturclub sich trifft. Der Gang in der Schule. Das Viertel, in dem der Protagonist in Sayori wohnt. Und hier noch ein paar kleine süße Charaktermodelle. Oder auch hier für jeden Einzelnen das normale Charaktermodell. Hier der Titel, Bildschirm. Der Hintergrundbild von dem Desktop, was wir hier im Hintergrund haben. Und ja, that's it fürs Erste. Also das ist halt eine freischaltbare Bildergalerie. Das heißt, wir schalten die ganzen Bilder alle noch frei. Dann gibt es noch den Soundtrack tatsächlich. Plus noch neuen Soundtrack, den es nur in der Plus-Version gibt. Aber wir haben jetzt logischerweise erstmal nur den normalen Soundtrack. Wie zum Beispiel den Title-Theme. Einer der bekanntesten Soundtracks. Wie gesagt, das Spiel gibt es ja seit wann? Seit dem 22. September 2017, da kam es für PC raus. Und ja. Seit es auf Steam draußen ist, hat es einen großen Hype bekommen und dieser Soundtrack sollte vielen das sagen, beziehungsweise jeder was nicht. Oh! Spoiler? Kann ich mich so kurz lauter machen? Okay. Der ist nur. Ach so, stimmt, man sieht es auch an dem Cover links, was da ist. Hier hat man das normale Official Soundtrack und da hat man den normalen Cover von Doki Doki Literal Club und hier hat man das Plus Cover. So sieht das neue Doki Doki Literal Club Plus Cover aus. Hier ist Sunshine. Hm? Sehr emotional. Aber das ist auch eine der Dinge, die mir an dem Spiel zudem noch gefallen. Abgesehen von den ganzen Horror-Stuff. Hat das Spiel, wie auch vielen Visual Novel-Spiele, einen sehr guten Soundtrack. Einen wirklich gut durchdachten und sehr emotionalen Soundtrack. Das ist auch einer der Dinge, was mich so an den Visual Novel-Spielen fasziniert hat. Nicht einfach die Geschichte dahinter und die Charaktere. Auch der Soundtrack hat immer, wirklich immer fasziniert und entspannt. Das ist auch einer der Dinge, warum ich das einfach nur liebe. Also, wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache, weil man halt kaum was macht. Man liest im Prinzip einfach eine Geschichte, was man auch in einem Buch oder so machen könnte. Aber es gibt da halt die Animationen und sowas alles da sind, gibt es noch ein bisschen mehr her für mich. Es ist wie ein Anime, den man spielt. Es ist halt mit der Musik, mit der harmonierenden Musik im Hintergrund einfach schön. Es ist einfach toll. Privat liebe ich das. Und wie gesagt, jeder, der es auch sowas mag, ja, kann es machen. Und ja, aber ich kann auch die verstehen, denen es halt nicht gefällt. Und ja, hier haben wir auch wieder die Einstellungen, die wir auch schon vorher hatten. Aber ja, wir wollten eigentlich
weiterspielen, ne? Wir wollten eigentlich da weitermachen, wo wir beim letzten Mal waren. So, hier sind die beiden Tierentwickler. Team Survivato, oder wie die hießen. Und das Neue, mit dem sie sich verbündet haben für die Plus-Version. Und ja, wir gehen mal kurz hier beim Spiel an. Ich habe ja da ein Save-State gesetzt. Weil diese Spiele ja immer... Ja, danke für den Tipp. Da diese Visual Novel-Spiele ja immer ein perfektes, wirklich perfektes Speichersystem haben, was man jederzeit nutzen kann, da unten durch Plus drücken, kann man sowohl die Geschichte und sowas alles auf Auto stellen, laden, Einstellungen und halt auch speichern. Jederzeit speichern. Holy fuck! Wenn das doch nur alle Spiele auf der Welt hätten. Aber das würde bei einigen Spielen auch die Schwierigkeit nehmen, also ja. Aber hier, für das hier, ist es einfach 1A. Besser hätte es nicht sein können. Aber ja gut. Damit kann ich auch jederzeit wirklich den Part beenden, wenn es dann sein muss. So, ja gut. Yuri möchte gerne wissen, was wir gerne lesen. Dann spuck mal aus, mein Lieber. Tja, da ich in letzter Zeit kaum etwas gelesen habe, gibt es eigentlich keine richtig gute Antwort auf diese Frage. Mangas. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ich flüchtere es beinahe, halb im Scherz. Lasu geht plötzlich ihren Kopf. Verstand, als würde sie etwas sagen wollen, aber ist dann doch still. Bin kein wirklich großer Leser, hm? Na, das kann sich ja ändern. Was kommt da nur für Worte aus meinem Mund? Ah, das hab ich mir gedacht. Los. Nachdem ich Yuris trauriges Lächeln gesehen hatte, antwortete ich ohne nachzudenken. Und Yuri, was mit dir? Tja, also... Yuri fährt mit ihrem Finger über den Rand ihrer Teetasse. Mhm. Ich dachte eigentlich, dass die Mädchen immer so mit ihrem Haar rumspielen. Sie hat ja perfektes, langes, lilanes Haar. Da könnte sie doch perfekt hier an ihren Haaren rumspielen. Also so rumwickeln so. Oder ihr Haar um den Finger rumwickeln. Das kennt man doch eher, als dass sie um den Tassenrand dreht. Ich kenn's nur mit dem Däumchen drehen. Aber ja gut, das haben sie auch nur damals gemacht, weil ihnen langweilig war. Damalige Zeiten, ne, kennt man. Meine Lieblingsbücher sind für gewöhnlich Romane, die tiefsinnige und umfangreiche Fantasy-Welten erschaffen. Same. Wenn's so halt Mangas sind, mit so RPG-Elementen, die so vielleicht nicht sogar auf Videospiele basieren. Perfekt. Bin ich inzwischen auch in dem Hype reingekommen. Ist schon echt geil. Normalerweise, wie gesagt, habe ich ja gesagt, ich bin nicht so der RPG-Fan. Auch wenn ich jetzt so langsam, glaube ich, da reinkomme in die RPGs. Aber so Mangas, die so eine RPG-Reihe und sowas erzählen, auf so ein Spiel basieren mit Level-Systemen, mit Dungeons und sowas alles. Oh, das macht mich schon echt heiß. Da bin ich schon echt heiß drauf auf sowas. Das lese ich immer gerne. Ich bewundere das Maß an Kreativität und Schreibkunst, die dort hineinfließt. Und außerdem ist es auch unglaublich eindrucksvoll, eine gute Geschichte in solch einer fremden Welt zu erzählen. Same, glaube ich dir. Yuri spricht weiter. Ihre Begeisterung für die Bücher ist deutlich zu spüren. Als sie zuerst traf, erschien sie so reserviert und schüchtern, aber das Leuchten in den Augen zeigt, dass sie sich in der Welt der Bücher nicht unter Menschen zu Hause fühlt. Habe ich das falsch gelesen? Egal. Sie fühlt sich in der Welt der Bücher wie zu Hause, sagen wir es so. Aber eigentlich mag ich viele Dinge. Geschichten mit tief psychologischen Elementen ziehen mich auch in ihren Bann. Es ist nicht unglaublich, wie es einem Schriftsteller gelingen kann, unsere eigenen fehlenden Vorstellungskraft ganz bewusst auszunutzen, um uns völlig aus dem Konzept zu bringen. Naja, auf jeden Fall lese ich in letzter Zeit viele Horrorgeschichten. Da wird die mir ja gleich sympathischer. Aber ich habe auch mal ein Horrorbuch gelesen. Ich klammer mich verzweifelt an jede kleinste Gemeinsamkeit. Uff. Er macht sich schon, also schon an sie ran. Na, das bestimme ich immer noch, ne? Ich bin hier der Geist, der dich hier spielt, ne? Ich bin der Spieler. Ich entscheide, wen du datest. Hm? Verstanden? Gut. Wenn das so weitergeht, kann sich Yuri auch genauso gut mit einem Felsblock unterhalten. Ja, gut. Könnte klappen, aber ich muss ja einen, den ich hier für mein Video missbrauchen muss. Mehr oder weniger. Echt, das hätte ich gar nicht gedacht, Yuri. Von jemand, der so sanft wie du bist? Das könnte man wohl sagen. Wenn mich eine Geschichte zum Nachdenken bringt oder in eine andere Welt entführt, dann kann ich das Buch einfach schwer weglegen. Auch wenn es auch nur für einen kurzen Moment ist. Surreale Horrorgeschichten helfen einem oft dabei, die Welt einmal mit anderen Augen zu sehen.
Ja. Manchmal zum Positiven, manchmal zum Negativen. Kommt drauf an. Ach, ich hasse Horror. Und warum denn? Nun ja, ich nahezu die Augen blickten für den Bruchteil einer Sekunde in meine Richtung. Ist auch egal. Stimmt, du schreibst für gewöhnlich ja lieber über süße Dinge, nicht wahr, Natsuki? Was? Wie kommst du denn darauf? Du hast beim letzten Clubtreffen einen Zettel liegen gelassen. Das sah ganz danach aus, als du an einem Gedicht gearbeitet hattest mit dem Titel Sag ja nicht laut! Und gib mir das zurück! Ist ja schon gut. Deine Cupcakes, deine Gedichte. Alles, was du tust, ist genauso süß wie du. Sayori schiebt sich, Sayori schiebt sich. Meinen Gedanken verbildliche ich mal lieber nicht. Sayori schiebt sich hinter Natsuki und legt ihre Hände auf deren Schultern. Ich bin nicht süß. Natsuki, schreibst du dir deine eigenen Gedichte? Tja, manchmal schon. Ich versuche mich so einigermaßen an ihrer Stimme anzupassen. Also, sorry, dass es wieder nicht so gut klappt, aber ich versuche mich anzupassen. Ich versuche mich zu bessern über die Folgen. Warum interessiert dich das? Ich finde das sehr beeindruckend. Warum teilst du dich nicht mit den anderen? Nein! Natsuki wendet ihren Blick ab. Sie würden euch nicht gefallen. Ja, du bist doch, bist noch nicht sehr selbstbewusst, was deine Werke angeht. Ich kann das nachvollziehen, wie sich Natsuki fühlt. Es braucht mehr als nur Selbstbewusstsein, um das Selbstgeschriebene zu teilen. Die wahrste Form des Schreibens ist das Schreiben für einen selbst. Man muss bereit sein, seine Lesern zu öffnen, seine Verletzlichkeiten schonungslos zu präsentieren und die tiefsten Windungen des Herzens zu enthüllen. Hast du auch Erfahrung mit dem Schreiben, Yuri? Wenn uns vielleicht einige deiner Texte zeigst, dann könnte dir als Beispiel dienen. Und Natsuki fühlt sich wohl genug, ihre eigenen Texte mit uns zu teilen. Dasselbe gilt schätze ich auch für Yuri. Ach, ich wollte doch die Geschichte von allen lesen. Wir alle bleiben momentlang schweigend sitzen. Okay, ich habe eine Idee. The fuck? Natsuki und Yuri sehen Monika fragend an. Wie ich. Ich sollte mich deren anschließen. Lass uns alle nach Hause gehen und ein eigenes Gedicht schreiben. Dann können wir es bei unserem nächsten Treffen mit den anderen teilen. Sie werden alle gleich behandelt. Naja. Jo, so machen wir das. Wenigstens eines motiviert. Und das brauchen wir auch. Außerdem wird uns ein wenig dabei helfen, etwas vertrauter miteinander umzugehen, wo wir doch jetzt ein neues Mitglied haben. So können wir den Zusammenhalt im Club noch verstärken. Das stimmt doch, oder, Flaftendo? Monika lächelt mich wieder freundlich an. Moment mal, es gibt da noch ein Problem. Ach so, welches denn? Da wir jetzt wieder beim ursprünglichen Thema meines Club-Eintritts gelandet sind, sprudelt ganz urförmlich das mir heraus, was mir schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt. Ich hatte nie gesagt, dass ich dem Club beitreten werde. Sorry, hat mir zwar überredet, hier einfach vorbeizuschauen wegen den Cupcakes, ne? Da wollte ich ihm mal einmal gönnen. Aber es macht mich noch lange nicht offiziell. Hat mich noch lange nicht offiziell dazu entschieden, dass ich ihm beitrete, ne? Es gibt noch andere Clubs, die ich mir ansehen will und, ich verliere den Faden. Alle vier Mädchen starren mich mit deprimierenden Augen an. Aber es tut mir leid, ich dachte. Nintendo. Ihr alle. Mädchen gegenüber bin ich einfach machtlos. Wie soll ich da mit kühlem Kopf eine Entscheidung treffen, wenn sie mich so ansehen? Wenn der Preis des Schreibens von Gedichten ist, um jeden Tag mit diesem wunderschönen Mädchen zu verbringen, dann ist es wohl so. Also gut. Okay, ich habe mich entschieden. Ich werde dem Literaturclub beitreten, Mensch! Die Augen der Mädchen beginnen wieder zu strahlen. Ja, ich bin so glücklich. Zyra wirft ihre Arme ein, um ich... Was? Ihre Arme um mich und hüpft auf und ab. Uff. Cringe des Jahrhunderts mal wieder. Ich sag's ja, der Cringe-Moment, der wird auch noch öfters ankommen, bis wir zum heftigeren Teil des Spiels kommen. Aber das wird noch ein Weilchen dauern. Da wartet einiges auf uns. Einige Parts, einige Stunden, die wir durchlabern müssen. Hey! Du hast mir im Moment gerade wirklich einen Schrecken eingejagt. Wenn du echt nur wegen der Cupcakes gekommen wärst, wäre ich echt super sauer gewesen. Dann ist es also offiziell. Willkommen im Literaturclub. Ja, danke, denke ich. Okay, Leute. Dann können wir jetzt offiziell das heutige Treffen mit etwas Positivem abschließen. Denkt alle an die heutige Aufgabe. Schreibt ein Gedicht und bringt es zum nächsten Treffen mit, damit wir alle daran teilhaben können. Monika sieht erneut zu mir rüber.
Warte mal, ich freue mich darauf zu sehen, wie du dich ausdrückst. Ja. Kann ich mit meinem mittelmäßigen Schreibstil wirklich Monika die Klassenbeste beeindrucken? Ich fühle direkt, wie sich mein Magen vor lauter Anspannung verkrampft. In der Zwischenzeit plaudern die Mädchen weiter, während Yuri und Natsuki das Essen abräumen. Herr Futendo, da wir jetzt schon hier sind, sollen wir doch nach Hause gehen. Stimmt, ja, da Sayuri nach dem Unterricht immer irgendwelchen Club-Treffen, ihre Club-Treffen hatte, gingen wir nicht mehr zusammen nach Hause. Klar, warum nicht? Juhu! Ja, warum nicht? So verlassen wir bei den Clubraum und machen uns auf den Heimweg. Während des gesamten Wegs springen meine Gedanken zwischen den vier Mädchen hin und her. Sayuri, Natsuki, Yuri und natürlich Monika. Wäre ich wirklich glücklich sein, nach dem Unterricht täglich in einem Literaturclub abzuhängen? Möglicherweise bietet es ja die Chance, einem Mädchen etwas näher zu kommen. Also gut, ich muss am besten das Beste aus der Situation machen und das Glück wird sich mir sicherlich holt sein. Und alles beginnt wohl mit einem Gedicht, das ich heute Abend schreiben muss. Ja, und darum dreht sich das ganze Spiel. Wir werden ein Gedicht aus Worten, völlig belanglos zusammengequetscht werden und ja, eigentlich nichts miteinander zu tun haben, werden wir uns jetzt so zusammenquetschen und halt die Worte wählen, die halt dem Club-Member, den wir als Crush haben wollen, dass wir da sympathisch werden. Also, dass wir sie beeindrucken. Ja, da auch nochmal bildlich dargestellt. Jetzt ist es halt ein Gedicht zu schreiben. Wähle Wörter, von denen du glaubst, dass sie deinem Lieblingsclubmitglied gefallen werden. Wer dein Gedicht am meisten mag, dem wird es etwas Gutes passieren. So, da haben wir schon unsere ersten 10 Wörter. 20 Worte müssen wir auswählen, die komplett belanglos einfach zusammengequetscht werden. Fragt mich nicht warum. Aber anscheinend klappt es ja. Anscheinend denkt er sich für diese Worte dann irgendwelche Sätze aus oder so, die dann irgendwie, ja, dann auch wieder belanglos zusammengequetscht werden. Aber da wird sich schon irgendwas dabei denken. Wir müssen ihm einfach nur die Worte geben, die er nehmen soll. Und dann wird es schon irgendwie klappen. So. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer wird mein Crush sein? Meistens nehme ich tatsächlich Natsuki, da die mir aus Gründen am meisten imputiert. Oder anspricht. Aber vielleicht nehme ich dieses Mal sogar Yuri. Weil so unsympathisch ist die Gute ja gar nicht. Sayuri. Ah. Ich weiß nicht. Gut gelaunt und so. Ist zwar auch ganz okay, kann man machen. Aber auch nicht so hundertprozentig meins. Also. Wechsel ich hin und habe ich eigentlich immer sonst immer Nachzüge genommen. Aber ja, vielleicht nehmen wir dieses Mal eigentlich sogar Yuri, aber. Ja, ich weiß nicht. Ich nehme eigentlich immer als recht zuerst immer Natsuki. Aber komm, wir nehmen dieses Mal mal Yuri. Komm, für dieses Let's Play nehmen wir Yuri. Wir werden aber auch nur, ich habe es gesagt, damit es auch mal gesagt ist, wir werden nur einmal das Spiel durchspielen, weil für die alle Routes müsste ich halt das Spiel dreimal spielen. Wohlgemerkt wegen Monika, weil die rausfällt. Die kommen später noch irgendwann dazu, wenn das Spiel langsam mal richtig anfängt. Stand jetzt, sieht man es richtig, Monika ist gar nicht anwählbar. Hat seine Gründe, seine storytechnischen Gründe, aber dazu später mehr. Jetzt können wir nur zwischen den drei wählen und ich würde sagen, wir nehmen für dieses Let's Play wirklich Yuri. Das heißt, wir müssen uns jetzt aus diesen 10 Worten jetzt hier irgendwas raussuchen, was Yuri gefallen könnte. Da sie sich für Horror und sowas alles entscheidet, würde ich sagen, Schicksal oder furchterregend. Ich würde mal sagen, erstmal furchterregend. Ja, okay, das sieht schon mal gut aus. Damit haben wir das Zeichen bekommen, das war richtig. Nächstes Wort, das müssen wir 20 Mal machen. Fliehen. Das klingt nach Horror. Ja, okay, gut. Schwindelgefühl. Unerwidert. Unerwidert, das klingt so traurig, so horrormäßig. Oder Tränen. Aber ich glaube, Depressionen und so hat sowas mit Sayuri zu tun. Aber das spoilert auch wieder zu viel. Ich sag's nur mal kurz hier. Depression kann auch Sayuri sein. Deshalb kann auch Tränen auch für Sayuri sein. Hobson ist definitiv Sayuri. Rosa ist Natsuki. Schwindelgefühl. Tränen. Ja, siehst du, guck, das ist jetzt Sayuri gewesen. Scheiße. Ich darf nur echt. Ich da hundertprozentig muss es auch nicht richtig sein, aber ich darf halt
nur nicht zu viel falsch machen. Es muss halt trotzdem eindeutig Yuri sein. Und da würde ich eigentlich sagen, Friedhof. Empfindung, ja, ist richtig. Ich habe halt Yuri kaum genommen, also ich habe kaum Erfahrung damit, was für Worte ihr gefallen würden. Ich habe es halt immer mit Natsu gemacht. Und ich glaube, einmal sei Yuri. Und vielleicht, wenn das ganz lange her ist mit Yuri, ich glaube auch einmal. Sonst habe ich meistens mal Natsuki genommen. Aber ja. Sternenhimmel. Abenteuer, das. Was? Okay, das ergab jetzt irgendwie keinen Sinn. Ich darf es nur nicht mehr falsch machen. Talktraum, nein. Gebet. What the fuck? Fantasy. Was? Are you kidding me? Fantasy ist doch niemals Natsuki. Ich mach grad irgendwie alles falsch. Charme. Was zum Teufel? Ich hab gar keine Ahnung. Ich verkack grad alles komplett. Katastrophe. Niederlage. Was zum Teufel? Ich will nicht, Sayori. Fick dich. Gefangene. Jetzt muss ich aber reinballern hier. Und dass ich das noch retten kann. Schönheit. Fick dich. Hoffnungslos. Was zum Teufel, Mann? Ich hab verkackt. Qualvoll. Depression. Nein, das war doch... Ich bin zu dumm. Ganzen Worte ergeben irgendwie in der Plus-Version irgendwie gar keinen Sinn mehr. Ich glaube, die haben die kompletten Worte über den Haufen geworfen. Es recht bei Fantasy. Das ist niemals, niemals ist Fantasy Natsuki. Niemals. Ich schwöre, das war im Original niemals so. Die haben die in der Plus-Variante anscheinend die Worte über den Haufen geworfen. Verkacke nämlich gerade alles. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe schon verkackt. Ich werde definitiv Sayori bekommen. Aber ich will nicht. Und ich habe nicht gespeichert. Das heißt, Weißt du was? Das ist mir wurscht. Warte mal, Autosave. Was ist denn der Autosave? Am Anfang. Ja, nein. Danke. Nein. Laden. What the fuck? Laden. Hallo. Laden. Hä? Wir kriegen gar nichts. Laden. Warte mal, hallo, ich drücke doch. Hä? Irgendwie geht gerade gar nichts. Ah. Damit drücke ich weiter. Aber warum darf ich nicht laden? Oh, damn it. Ich komme auch gar nicht mehr raus, ey. Weil wenn ich nicht laden kann, dann komme ich auch nicht aus dem Dings hier raus. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas verkackt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier irgendwie mal was getriggert habe, dass ich wieder hier raus kann. Ja, okay, jetzt habe ich es rausgefunden. Okay. Ich war jetzt im Klassenzimmer, jetzt ist Sayori abgehauen und jetzt habe ich jetzt ein bisschen halt übersprungen, bis ich in dem Klassenraum saß und jetzt hat es geklappt. Okay. So, okay, dann würde ich sagen, spule ich jetzt auch wieder ein bisschen vor und wir sehen uns gleich wieder bei dem... Ja, bei dem... Bei dem, wo wir unser Gedicht schreiben. So. Am besten Falle nochmal speichern. Damit wir uns auch hundertprozentig absichern können. Und ich gehe auch gleich nochmal ein kurzer Cut, denn ich will eine kurze Idee verwirklichen. So, ich glaube nämlich, guck mal, man kann hier nämlich in den Spieldateien, also in den provisorischen Spieldateien, kann man
die 9 Wörter nachgucken. Also es ging auch im Original so. Aber da waren halt, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Wörter über den Haufen geworfen waren, komplett neu genommen haben. Und es könnte auf jeden Fall nicht schaden, mir vielleicht mal die für Yuri mal anzugucken. Und das wären zum Beispiel Zielstrebigkeit, Selbstmord, Fantasie. Fantasy, das habe ich doch genommen. Und das war bei Dings. Bei Natsuki. Steht das sogar, dass Fantasy das dafür ist? Hä? War das ein Bug? Geheimnistuerisch, Lebensfreude, Existenz. Wo war ich jetzt? Hier, glänzend, blutrot, Wirbelwind, Nachbild, Schwindegefühl, desorientiert, Essenz, Ambiente, Sternenhimmel, Verwirrung, Verschmutzung, intellektuell, Analyse, Entropie, lebhaft, unheimlich, inkongruent, Zorn, himmlisch, Gemetzel, Philosophie, launisch. Wo war ich jetzt? Muss ich wieder raussuchen? Hallo? Zorn, himmlisch, Gemetzel, launisch, beharrlich, Aura, instabil, Inferno, unfähig, Schicksal, unfehlbar, qualvoll, Abweichung, unkontrollierbar, extrem. Ich verliere mal das Wort. Extrem. Wo finde ich extrem? Oh, warte, ich gehe sie mir einfach mal kurz durch. Wir sind jetzt gleich wieder in dem Dingens und ich gehe sie mir jetzt einfach mal kurz durch. So, jetzt sollten wir es aber hoffentlich hinkriegen und wenn nicht, können wir ja nochmal resetten. So. Aber ich glaube, ich sehe es glaube ich jetzt. Ich glaube, Fantasy ist glaube ich Natsuki, weil Fantasie, das was für Yuri war, das war Fantasie, also mit IE und nicht mit Fantasy, also mit Y am Ende. Ich glaube, das ist was ganz anderes. Dementsprechend. Intellektuell, das sollte die Fury sein. Okay. Philosophie. Wut. Nee, das bist du. Okay, scheiße. Schwindegefühl. Hoffnungslos. Das ist definitiv sie. Sayuri. Feuerwerk. Ich glaube, das ist... Ja, dachte ich mir. Melancholie. Das ist sie definitiv. Tod. Was? Auch sie? Es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Depression will ich diesmal nicht. Explodieren. Ja. Leidenschaft. Nein, das ist sie nicht. Unkontrollierbar. Das ist definitiv sie. Hoffnung. Nein. Käfig. Ja. Geisterung. Nee, das ist auch Sayuri. Aura. Okay, richtig. Selbstmord. Obwohl war es nicht auch Sayuri, aber es war richtig, es war Yuri. Also weiß ich warum. Es verwirrt mich komplett. Es bringt mich immer mit Sayuri und Yuri, nicht nur, dass die Namen schon gleich klingen, bringt mich immer durcheinander. Weil es Selbstmord, die eine mag Horror und so, die andere mag Selbstmord und so, warum auch immer. Warum auch immer das mögen sollte. Aber ja, furchterregend, desorientiert, Horror, dunkel, nein, das ist sie, scheiße. Oh, ich bin eigentlich good to go. Katastrophe, Schicksal, Gemetzel, und das letzte, komm, das haben wir, diesmal haben wir's. Blutrot. Was? Immer noch nicht das letzte? Zorn. Ja, okay. Boah, zweiter Anlauf, immerhin. Holy fuck. Ich glaube, ich sollte jetzt immer, wenn wir dieses Zeug machen, sollten wir immer speichern. Ich glaube, es kommt dreimal, kann ich euch darauf einstellen. Dreimal müsste es kommen. Oder sogar viermal. Drei oder viermal müssen wir das machen. Also, wir haben einiges vor uns. Und plus das jedes Mal Gelaber hier. Storytechnische. Also, es wartet einiges auf uns. Wir kommen zurück, FNAF Tendo. Wir sind froh, dass du uns nicht davongelaufen bist. Nö, keine Sorge. Das war alles etwas ungewöhnlich für mich, aber ich werde zumindest mein Wort halten. Da wäre ich also wieder im Literaturclub. Ich betrat als erster den Raum, alle anderen waren schon da. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast, FNAF Tendo. Hoffentlich ist es keine zu überwältigende Verpflichtung für dich.
stürzt dich direkt Hals über Kopf in die Literatur, wo du gar keinen echten Bezug dazu hast. Ach komm schon, wir sollten nicht streng mit ihm sein. Sorry hat mir erzählt, dass du dieses Jahr eigentlich gar keinen Club beitreten wolltest. Und letztes Jahr auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob du einfach nur hierher kommst und abhängen willst oder so, aber wenn du die Sache nicht ernst nimmst, dann wirst du das noch lange anhören müssen. Natsui, du lehnst dich ja ziemlich wieder weit aus dem Fenster raus, dass du nicht mal deine eigene Sammlung im Clubraum aufbewahrst. Oder dass du sie da aufbewahrst. Natsuis Gehirn scheint sich nicht zwischen den Worten Monika und Mangas entscheiden zu können. Mangas in Literatur! Rasch besiegt lässt sich Natsuki zurück auf ihrem Stuhl fallen. Und genau aus dem Grund ist nämlich auch immer Natsuki, weil sie liest aus Mangas, also. Ja, ist mir halt trotzdem sympathisch und ich mag halt irgendwie auch den Charakter hinter ihr, also. Schon irgendwie. Ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht gar gleich behaupten, dass ich so auf Tsundere-Charaktere stehe. Würde ich jetzt nicht behaupten, dann gibt es auch welche, die jetzt nicht so sympathisch sind, aber. Ja, die Charakteristik ist schon interessant, sagen wir es mal so. Rasch besiegt lässt sich Natsuki zurück auf ihren Stuhl fallen. Keine Sorge, Leute. Naftan wird immer sein Bestes geben, solange er Spaß hat. Er hilft mir bei der Hausarbeit, ohne dass ich ihn darum bitten muss. Kochen, beim Zimmer aufräumen. Wie zuverlässig. Sorry, weil dein Zimmer so chaotisch ist. Das ist total ablenkend. Und einmal hast du fast dein Haus abgefackelt. Wenn du meinst. Das wären echt gute Freunde, was? Das könnte ich fast neidisch werden. Wieso? Du und Faftano können doch auch gute Freunde werden. Das versuchen wir. Sayuri? Hm? Wie nicht anders zu erwarten, dass Yuri keinen Glas Schimmer davon nimmt, was sie seltsame Lage sich dabei gebracht hat. Oh, Yuri hat dir heute sogar etwas mitgebracht, weißt du? Warte mal, Sayuri. Mir? Nicht wirklich. Sei nicht so schüchtern. Es ist wirklich nichts. Was ist es? Ach, egal. So, jetzt machst du da so eine große Sache draus. Aber das ist wirklich nicht. Was soll ich nur tun? Tut mir leid, Yuri. Ich habe mir da etwas, hab mir nichts dabei gedacht. Mir liegt es da wohl an mir, die Situation zu retten. Hey, mach dir keine Sorgen. Zuerst einmal hatte ich ja überhaupt nichts erwartet. Damit ist jede nette Geste von dir eine echt tolle Überraschung. Das macht mich auf jeden Fall schon mal glücklich. Wirklich? Ja, ich werde keine große Sache draus machen. Auch wenn ich werde keine große Sache draus machen, wenn du das nicht willst. Also gut. Hier bitte. Yuri greift in ihre Tasche und zieht ein Buch heraus. Wollte nicht, dass du dich ausgeschlossen fühlst. Da habe ich ein Buch ausgewählt, von dem ich denke, dass es dir gefallen könnte. Es lässt sich schnell lesen und festet deine Aufmerksamkeit, auch wenn du nur für gewöhnlich nicht viel liest. Und wir können, weißt du, uns darüber unterhalten, wenn du magst. Das ist. Wie kann das Mädchen unbeabsichtigt nur so niedlich sein? Sie hat sogar ein Buch ausgewählt, von dem sie glaubt, dass es mir gefallen könnte, obwohl ich überhaupt nicht viel lese. Ruby, danke. Ich werde es ganz bestimmt lesen. Ich nehme mir begeistert das Buch aus der Hand. Puh. Naja, du kannst es ja bei deinem eigenen Tempo lesen. Ich freue mich darauf herauszufinden, was du davon hältst. Nachdem es geregelt war, erwarte ich, dass Monika einige der geplanten Aktivitäten für den Club starten würde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Sorry und Monika führen einige angeregte Unterhaltungen in der Ecke. Jos Gesicht bereits in einem Buch versunken. Und da geht's in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ihr was wollt. Und beim nächsten Mal joinen wir Yuri beim Buchlesen. Bis dann und ciao.